Merhaba arkadaşlar, hier ist der Orhan von Koch dich Türkisch und wir machen den Newsletter heute mal als Video. Zunächst einmal Kebapinator, es gibt endlich einen Kebab-Kochkurs bei uns in Düsseldorf-Flingern und zwar an diesem Freitag. Es sind noch 2 Plätze frei, vielleicht habt ihr Lust daran teilzunehmen. Außerdem haben wir hier noch unser 50-Fragen-Poster, das mit 10 Fragen erweitert werden soll, denn dieses Poster haben wir gemacht zum 50-jährigen Anwerbeabkommen mit den Gastarbeitern aus der Türkei. Und dieses Jahr haben wir das 60-jährige Jubiläum. Vielleicht habt ihr Lust, daran mitzumachen. Was haben wir sonst noch? Wir haben außerdem noch unser Kochbuch Sofralar. Das haben wir hier. Das sind die letzten Exemplare der 3. Auflage. Eine neue Auflage werden wir wohl in den nächsten Jahren nicht mehr machen. Darum jetzt noch zugreifen, unser erstes Kochbuch jetzt kaufen. Parallel machen wir gerade ein neues Kochbuch. Da seid aber überrascht, das wird im März rauskommen. Was haben wir noch? Wir haben hier hängend unsere Sucuk. Die Sucuk, die wir hier hängen haben, geht heute in die Post. Ihr könnt aber noch welche bestellen. Wir haben genug auf Lager. Jetzt habe ich hier fast was umgeschmissen, während ich hier laufe. In unserer Küche haben wir ein wunderschönes, neues, kleines Gimmick. Und zwar, Jene Röcke hat diese wunderschönen Teegläser gemacht. Ihr müsst wissen, wenn man zum Picknicken in der Türkei geht und Röcke trinkt, dann macht man das immer aus Teegläser. Und das hier mit einem schönen Logo, schön für die Kollektion zu Hause, gibt es als Set bei uns gerade zu bestellen. Ansonsten, unsere Küche hier, ihr seht sie, sie ist wieder voll in Arbeit. Die Kochkurse laufen wieder relativ parallel. Also kommt, besucht uns, habt Spaß in unseren Räumlichkeiten. Was haben wir noch? Wir haben hier unsere Arbeitsplätze von den Auszubildenden, Hanna und Burak. Hier ist unsere kleine Kasse. An der Kasse haben wir eine kleine schöne Geschichte, die wir immer gerne auch erzählen. Und zwar haben wir hier türkische Kaşık, Holzlöffel. Die türkische Küchenkultur besteht ja im Grunde aus einer Löffelkultur. Das Essen ist eine Löffelkultur. Und das sind die Originale aus Buchsbaumholz, Şimşir, bei uns zu bekommen. Wir haben auch weitere eigene Produkte natürlich, zum Beispiel unseren tollen Granatapfelsirup Nar Ekşisi aus Urfa, jetzt mit neuem Deckel, neuer Ausgießer, richtig fein kommt das da raus, könnt ihr gerne bestellen. Außerdem haben wir unser eigenes Salça. Das Salça, was wir hier haben, das ist original aus Gaziantep und das ist Eftipi Salça, also sonnengetrocknet, tipptopp Produkt. Solltet ihr mitnehmen. Ja, ansonsten hier unser kleiner, schöner Laden, den ihr vielleicht noch gar nicht gesehen habt. Wir gehen auch direkt nach draußen und gucken mal, wie das Ganze von draußen ausschaut. Das ist Düsseldorf, Flingern, Koch dich Türkisch. Hoşça kalın.